Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder eine kleine Frage an euch und zwar zum Thema Vollsanktionen. Ich bin mir jetzt nämlich gar nicht 100% sicher, was da Sache ist. Sind die jetzt vom Tisch oder kommen die noch? Ich habe probiert, hier mal ein bisschen zu recherchieren und wollte gerne euch fragen, ob ihr mehr wisst als ich. In diesem Referentengesetzesentwurf von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, Kotz, Kotz und Kotz. Vom 8.1. stand ja irgend so ein Artikel 5, in dem die unser geliebtes SGB II ändern wollten. Und zwar hätten die da eine Änderung. Diese Änderung hätte Paragraph 31a betroffen und hätte die Vollsanktionen ermöglicht, beziehungsweise die Streichung des Regelsatzes. Mit dieser Änderung hätten 170 Millionen Euro jährlich eingespart werden sollen aufgrund einbehaltener Regelsätze. Top-Lösung. Außerdem waren in diesem Gesetzesentwurf die Rückforderungswünsche von 5,2 Milliarden Euro festgehalten, die die Bundesregierung an die Bundesagentur für Arbeit stellt, wegen irgendwelchen Corona-Liquiditätszuschüssen, die diesen harten Sparmaßnahmen wohl zugrunde liegen. Die waren auf jeden Fall auch in diesem Entwurf geregelt und zwar in Artikel 6, glaube ich. Und das so, da waren auf jeden Fall Änderungen des SGB III vorgesehen, die diese Rückzahlungen beinhaltet haben. Das war, wie gesagt, dieser Entwurf, dieser Gesetzesreferentenentwurf vom 8.1. Dann hatte ich danach nochmal was gehört von irgendeiner Neufassung eines Änderungsantrags für das Haushaltsfinanzierungsgesetz, der vorsah, dass diese Vollsanktionen erstmal nur für 2 Jahre befristet sein sollten. Seitdem hatte ich dann gar nichts mehr gehört zu dem Thema Vollsanktionen und ich habe jetzt auch gar keine aktuelleren so Mitteilungen oder Nachrichten dazu lesen können. Was ich gefunden habe, war aber natürlich das Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024, das Haushaltsgesetz 2024, das nämlich am 12.02.2024 veröffentlicht wurde. Und in diesem Haushaltsgesetz steht nichts mehr von Artikel 5 oder 6 und ich habe auch nichts zum Thema Vollsanktionen gefunden. Ich habe da nur was zu Liquiditätshilfen gefunden und zwar steht da, die Liquiditätshilfen an die Bundesagentur für Arbeit nach Paragraph 364 des dritten Sozialgesetzbuches sind auf 8 Milliarden Euro begrenzt. Der Ermächtigungsrahmen darf wiederholt in Anspruch genommen werden. Aber ich habe in diesem Gesetz nichts gefunden zu den Änderungen im SGB II und im SGB III. Bedeutet das, dass diese Änderungen jetzt vom Tisch sind oder steht das mit diesen Änderungen im SGB II oder SGB III womöglich irgendwo anders? Weiß jemand Bescheid und kann Klarheit bringen? Das wäre toll. Dann noch der Hinweis, auch wenn die Vollsanktionen jetzt vielleicht vom Tisch sein sollten, heißt das nicht, dass die nicht irgendwann wieder aufgetischt werden. Das heißt, ich wollte euch darum einladen, Gegenvorschläge einzubringen, wie und wo die Bundesagentur für Arbeit und/oder die Jobcenter Geld einsparen könnten, ohne den Menschen gleich Nahrung, Strom, Internet bzw. die Lebensgrundlage zu nehmen. Bengal TQ hat an anderer Stelle schon mal einen Vorschlag gebracht und zwar hatte er sie es geschrieben. Wie wäre es denn, wenn die Agentur für Arbeit und folglich die Jobcenter aufgefordert werden, ihre Verwaltungskosten, die jährlich in die Millionen gehen, drastisch zu senken? Statt falsche Bescheide zu erstellen, die zwangsläufig zu Widersprüchen führen und somit die Kosten in die Höhe treiben. Hinzu kommen noch die Kosten für die postalische Übermittlung. Somit wäre der Bundeshaushalt mehr als gefüllt. Imposant hatte vorgeschlagen, die sollen lieber diese ganzen Aktivierungs-Beschäftigungsmaßnahmen abschaffen. Die kosten einen Haufen Geld und helfen niemandem. Chrissy, ich glaube, es war Chrissy, falls es nicht Chrissy war, tut es mir leid, hatte geschrieben, bei diesen ganzen Weiterbildungen müsste sowieso mal aufgeräumt werden. So viel sinnloser Mist. Was denkt ihr, Einsparpotenzial in den Verwaltungskosten, bei den Aktivierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen und bei den Weiterbildungen?
Seht ihr da auch Einsparpotenzial? Wie hoch schätzt ihr das Einsparpotenzial ein? Habt ihr noch bessere Vorschläge, noch andere Vorschläge, die ihr ergänzen könnt? Mein Vorschlag wäre ja, Jobcenter abschaffen und alle Jobcenter-MitarbeiterInnen und eigentlich auch alle MitarbeiterInnen der Bundesagentur für Arbeit ins Bürgergeld. Die Arbeitsvermittlung und die Leistungsauszahlungen übernimmt einfach eine KI. Ich glaube, das Einsparpotenzial wäre auf jeden Fall riesig und ich glaube auch, dass das würde das System wahrscheinlich im Großen und Ganzen verbessern. Ist, glaube ich, nur noch eine Frage von ein paar Jahren, dann kommt das eh. Was denkt ihr? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank im Voraus für eure Beiträge. Passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss.